Was ist jetzt? Kenne ich, nächstes Spiel. Sieht mir übrigens nicht mal so toll. Nicht so toll wie die letzten. Intro überspringen. Ich glaube, wir kennen das Intro schon aus dem ersten Video. Ja, oder? Intro überspringen. Bitte, bitte. Hey, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Ich will das sehen. Ja, ich würde es auch gerne nochmal sehen. Ich will es sehen. Hala. Es ist lang, Gala. Willst du ein langes Intro sehen? Ja, absolut. Wenn es gut ist. Nein. Das Spiel hat schon mal wieder die guten alten Lichtstrahlen aus dem All. Weißt du, was der Vorteil an so langen Intros ist? Ich habe 2 Monitore, das heißt, ich kann immer ganz bequem weggucken. Ja, das habe ich auch. So sah der Charakter von Dreamland aber nie aus. Weil ihr wollt ja nicht wissen, dass ich nebenher Yayoi zeichne. Das ist fast so schlimm wie Pornos gucken. Nein, das ist schlimmer. Ist das jetzt eigentlich nur Dreamland Air oder Dreamland Air Final Mix? Es steht Final Mix dabei. Ja, okay. Ist das gut oder schlecht? Gut, es soll die bessere, gebugfixtere Version sein, mit ein bisschen mehr Effekten und so. Aber so. Da kommt halt so ja wirklich das Endgegner raus. CSG, damit rechnest du doch nicht wirklich. Man darf ja wohl noch träumen dürfen. Aha. Was kommt denn da? Ein Bösewicht aus Dragon Ball. Das hat Eule gut erkannt. Nein, das ist nicht Cell. Hat er jetzt nichts gesagt? Meinem Kopf. Lässt üblicherweise auf Schizophrenie tippen. Ja. Red ist ein Super Saiyajin. Stimmt, jetzt wo er das sagt, fällt mir das auch erst auf. Da könnte echt was dran sein. Dreamland spielt im Dragon Ball Universum. Das würde einiges erklären. Ja. In Dragon Ball. Stimmt. Alter, der Junge hat einen flotten Schritt drauf, würde ich mal sagen. I, ist das ein Herz? Ein Herz, das laufen kann. I, ein Herz. Eigentlich ist es so ein Kuschelherzkisschen. Also Kissen da. Sollte es sein. Aber es blutet. Warum? Keine Ahnung. Das wird später erklärt. Ah. Aber ich darf ja nicht spoilern. Richtig. Sollte warte mal, wenn ich diese Hanswursten jetzt schon spiele, kommt bald der erste Boss. Ja. Ich weiß, wie das letzte Mal geendet hat. Bevor du allerdings zum Endboss kommst, musst du ganz viele Zombies töten. Schon. Mit hat das auch begrenzte Munition? Ja, ich denke schon. Klasse. Das heißt, ich werde sie auf dem ersten Screen schon verschießen. Anderer Let's Player da, der es gespielt hat, hat am Anfang seine ganze Munition verschossen, weil er einfach ausprobieren wollte, wie man die Sichtrichtung festhält. Okay. Und dann hat er auf die Leertaste gedrückt und hat sich so gedacht, aha, so schießt man und so hält man, so bleibt die Sichtrichtung, und später hat er dann gemerkt, oh scheiße, jetzt habe ich meine ganze Munition verschossen. Gratuliere ihm.
Also mir ist da eine ganz große Gesichtspalme gewachsen, als ich das gesehen habe. Das AKS soll in dieser Version gefixt worden sein, hieß es zumindest. Also, ich hab's gespielt und ich finde, es spielt sich besser als nur bei Dreamland A. Könnte aber immer noch besser sein. Wie hätte eine Waffe? Die A-Taste tut gar nichts an meinem Gamepad. Ich glaube, das Spiel muss man tatsächlich mit Tastatur spielen. Ich glaube, das will niemand. Ja, natürlich. Ja, benutzt doch mal Joy to Key. Dann könntest du es auch so spielen. Okay. Das muss tatsächlich mit der Tastatur gespielt werden. Ja, dann mach das doch. Ja, tue ich ja gerade. Oh nein, das Loch ist weg. Dun, dun, dun. Wie ich jetzt nicht darauf geachtet hätte. Oh nein, dieser andere Dings da unten. Dieser Durchgang ist auch weg. Dun, dun, dun. Ich finde es ja so geil, wie du seitlich und rückwärts laufen kannst. Einfach so. Das macht total viel Sinn. Das Tutorial hat gemeint, ich soll die Taste drücken. Tala, drück doch mal die A-Taste los. Danke. Aber das Tutorial sagte was anderes. Und ich höre üblicherweise auf Tutorials, es sei denn, sie sind japanisch. Ich sollte im Osten anfangen, das war der Osten. Ich sollte im Osten anfangen. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Durchgang. Ein anderes Osten. Oder auch nicht. So viel. Also, Willkommen im Spooky Lagerhaus. Das irgendwie nicht spooky ist, sondern einfach nur dunkel. Ich denke, Scheidig? Ja, bist du. Ja? Es liegt mir auf der Zunge. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst, aber... CSG will Dreamland sehen. Nee. Ist dir aufgefallen, dass die Kisten genauso angeordnet sind wie in Dreamland 1? Du bist so ein gruseliger Typ. Mann, was für Schockeffekte. Mein Herz bleibt fast stehen. Ja, schön Tutorial. Zielleine. Wusselig, ey. Nimm Nahkampf. Rüste das Messer aus und nimm Nahkampf. Oder musst du das hier gar nicht mehr ausrüsten? Ah, nee. Okay. Ach, da greife ich an, nicht Leertaste. Yeah. Gib sie. Yeah. Scheiß Tutorials. Zieleine. Was in diesem Spiel übrigens auch ganz toll gebugfixt wurde, dass die Zombies nicht mehr aufstehen. Das hat nämlich unheimlich genervt. Haben sie das in Resident Evil nicht auch gemacht? Hm? What? Ja. Ja, da musste man die Zombies anzünden, nachdem man sie zu Boden gebracht hat, weil sie sonst einfach wieder aufstehen und als Super-Zombies zurückkommen. Okay, im Remake. Ich hab's original nie gespielt.
Ach ja, und der Zombie-Zustand wurde weggenommen. Das ist auch ganz toll. Der hat auch unheimlich genervt. Es gibt endlich Heilgegenstände. Geh doch mal weiter, Thaler. Geh doch mal raus. Mach weiter. Ja, das habe ich gerade versucht. Raus geht's nicht. Das ist verschlossen. Ja, jetzt musst du wieder zu der Eisentür gehen. Richtig, die Eisentür. Verschlossen. Nein, geh zur Eisentür. Trotzdem. Weißt du, das ist ein ganz tolles Lagerhaus. Hör mal auf, das ist magisch. Da musst du ständig hin und her. Er sidewalked. Das war auch so. Warum eigentlich jetzt eine andere Person? Okay, ich finde nicht raus, wo ich hin muss. Das ist eine parallele Erzählung, Gala. Mehrere Geschichten nebeneinander. Du musst nur ganz viel rumlaufen, so, okay. Bis du irgendwelche Events aktivierst. Das ist es eigentlich schon. Du musst Events suchen. Kann ich nicht einfach mit Steuerungstaste durch die Tür durchgehen? Laber nochmal die Tür an. Die Eisentür. Ja, red mal mit der Tür. Red mal mit F12. Oder, nein! Ja. Oder ich cheate mich einfach durch die dumme Eisentür. Oh mein Gott! Ich hab gedacht, das soll die bugfreie Version sein. Wow, wie hast du das gemacht? Was? Du bist da so rübergesprungen über die Tür. Ja, überhaupt nicht auf. Die Frage ist nicht wie, sondern warum? Weil ich weiterkommen möchte, ohne irgendwelche Events zu aktivieren. Ja, weil du als Informatiker solltest doch wissen, wie viele Folgefehler du da jetzt heraufbeschwören könntest. Ich hoffe viele. Ich als Maker-Experte würde sagen, keine. Ja, es ist nicht A Link to the Past. Nicht A Link to the Past. Wie hieß der Gameboy-Teil nochmal? Link's Awakening. Genau, in den kann man wunderschöne Bugs verursachen. Ich mochte die Bugs in meinem Pokémon Blau. Das Missing No war toll. Das ist auch ein wunderschöner Bug. Naja, das war ja kein Bug. Es war trotzdem toll. Das habe ich mir gefangen und habe es dann in der Ruhmeshalle verewigt. Dein Gegner! Ja, irgendwie sieht er nicht mehr so beeindruckend aus wie dieser alte Steingolem. Ja, Oli hat recht, Super Bonbons cheaten war toll. Das habe ich andauernd gemacht. Oh. Ist das ein Affe mit einem Gesicht? Ja. Und einem Kopf. Mit ganz viel Fantasie. Warum hat man bei Bosskämpfen eigentlich so eine indische Mucke? Das habe ich nie verstanden. Los, töte ihn! Ich arbeite da. Soll er keine Markisten springen? Ja, töte ihn. Mach, dass die Musik aufhört. Mach ihn weg! Mach ihn weg! Ich arbeite daran. Los, Halle, mach doch mal! Ich will ihn nicht mit dem Messer prügeln. Ich habe keine Munition mehr, glaube ich. Nein, lauf, töte, lauf! Jetzt hat er sich verhakt in der Ecke, jetzt drauf! Nein, wieso bist du denn tot?
Ich finde das immer das Schöne für mich ist und für alle, die das nachher auf YouTube schauen. CSG-Hilfesprüche ja, kommen immer erst, Abschluss. Wenn ich Game Over bin. Na gut.